Es ist klar, dass das funktioniert. Es ist nur die Frage, ob es auch funktioniert, wenn ich jetzt einfach rein tiefer gehen würde. Also. So im Prinzip. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Nein, natürlich nicht. Aber was ist denn, wenn ich da ein Dings mache? Warte mal. Nein, nicht den. Ist er nicht? Wie ist denn der andere nochmal? Ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, ist er denn wahr? Der ist er nicht, den meine ich nicht. Der andere. Ich sehe ihn nicht. Keine Ahnung, diese. Ach, da ist er doch. Ach, da brauchst du wieder. Ist er Quarz für. Ah, caramba. Ich meine nämlich, mit denen geht das. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber. Habe ich keinen mehr. Dieser Quarz haben wir ja. Und nochmal zwei Stück. Hab ich hier noch Redstone-Fackel? Nein. Nein. Wir brauchen für den überhaupt. Sechs Stück. Passt ja. Mal direkt alle. Dann habe ich auch noch eine Reserve. Sehr gut. Ich meine, mit denen geht das. Selber zwei Blöcke geht. Spielen wir jetzt nicht. Ich dachte schon, ich hätte was gesehen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das werden wir jetzt ausprobieren. Dann sind wir ja schlauer. Ne, war? Schauen wir mal. Na, lass mich hier raus. Nein, geht nicht. Hätte schwören können. Das geht. Boah, ist das eine Kacke. Ich weiß schon, wie ich das machen könnte, aber das gefällt mir da nicht. TTTT. Normalerweise verstehen. Normalerweise müsste das funktionieren. Aber wenn hier Redstone runterläuft, müsste das eigentlich funktionieren. Verstehe ich das nicht. Thank you.
ist denn? Geht ja nach außen auch, ne? Wisst ihr, wenn ich jetzt so mache, dann komme ich durch die Tür nicht mehr rein. Ja, das wird gehen. Ich könnte da Teppiche machen. Wieder so eine Problematik. Ich müsste mal ganz kurz. Teppichfarbe ist ja egal, ich hab's gesagt. Ich fahre noch Wolle. Schön, dass du Zeit ist schon da. Wir tun ja gleich dunkel hier. Lauf! Du bist nur bis ganz nach hinten. Nein! Bin zu weit. Hier war's. Das ist alles nur von allen nur einer. Nehmen wir kurz weiß, ist ja egal. Ist ja Wurst. Lange wollte ich da eigentlich jetzt nicht dran. Das ist an so einer blöden, verkackten Türschaltung. Wir sagen, das ist ganz einfach, da machst du sowieso, kannst du nachschauen. Da funktioniert das. Ja, das mag ja gut sein. Nur das hilft mir jetzt im Moment nicht weiter. Nur mal zum Testen. Die Tür wird da nicht aufgehen. Die Tür wird da nicht aufgehen. Hallo? Das funktioniert dann auch nicht. Weil ich wollte das eigentlich so machen. Oder ich mach das. Das funktioniert alles nicht. Ist egal, wie ich mir das überlege, das funktioniert nicht. Das ist ja alles eine blöde verdammte Kacke. Könnte höchstens so machen. Dann so machen. Dann ist das ja eh verbunden. Jetzt auf dem Knopf, wir müssen natürlich weit aufgehen. Auch nicht verzögert aufgehen, verstehe ich auch nicht. Und darüber könnte ich ja jetzt dann logischerweise machen. Schon ist das Problem gelöst. Aber dann kann ich da kein Druckblatt mehr drauf machen. So wie ich das eigentlich vorhatte. Aber warum soll man nicht weißen Teppich nehmen? Für den Eingangsbereich. Man könnte auch roten nehmen. Mit? Nein. Oh, ich mache mir welche. Obwohl, nein, wir machen uns keine. Ich habe Millionen Knöpfe da unten liegen. Ja, das meinte ich. Deshalb wollte ich da die Ranke nicht haben. Ist ja kein Problem, mal eben kurz hier hinzugehen, um mal eben kurz 23 Knöpfe zu holen. Ich glaube, da kommt roter Teppich später hin. Das ist jetzt erstmal nur provisorisch. Können wir nämlich da auch noch einen Knopf hier machen. Schub rein, kommt da Knopf hin. Geht da natürlich auch. Guck mal, wenn du hier wieder drauf drückst, da gehen die wieder gleich auf. Drückt man da drauf, geht er unterschiedlich. Kommt mir zumindest davor.
Stein. Zip. Können wir das nämlich wieder zumachen. Der kommt auch wieder zu mir. Der auch. Gut. Dann können wir es mal so lassen. Da kommt da wirklich Teppich hin. Brauchst du, musst halt am Knopf drücken. Schon so in Ordnung. Das kann ich natürlich nur später überlegen, wie wir das oben machen. Erstmal sowas hin. Und sowas. Und oben drüber. Das kommt dahin, weil was ist denn, wenn wir da so machen? Hier ist dann so. Da kannst du dann einfach einen normalen Stein da machen. So. Das wäre von innen. Das wäre von außen. Das geht doch eigentlich. Das sieht da gar nicht mal so scheiße aus. Das geht. Du machst hier dem Bereich oder da oben Glowstone hin. So, hier so. Das heißt, hier jetzt nochmal ein Stein. So. Und wir machen da Redstone-Lampen hin. Da könnte man nämlich einfach von hier unten dann einen Hebel anbringen. Der hätte dann auch optisch noch was. Ich hole mal kurz eine Redstone-Lampe. Oder zwei. Oder drei. Von denen haben wir ja auch genug. Ich glaube, da hatte einer welche für die Pilzfarm gebaut. Ich frage, wo ich den jetzt hingepackt habe. Da, 16 Stück. Jede Menge. Warte mal. Kurzer Creeper-Check. Keiner da. Zack. Leuchtet. Ja gut, da kann nichts leuchten, weil das ist noch kein Hebel. Leuchtet auch direkt von innen. Und da drunter könnte man, nur damit das ein bisschen ist. Ja. So machen. So. Ah ne, das geht nicht, das geht nicht. Oder wir verstecken die. Ne, das geht nicht, oder? Doch, das wird auch gehen. Wir können noch fragen, wie man den Gebäude macht. Dann müsste eigentlich noch ein Stück höher gehen. Könnte man machen. Wir könnten auch den Hebel da drin verstecken.
dass wir dann einfach den Hebel hier oben hin machen. So. Zum Beispiel nehmen wir das. So machen wir nicht. Nein. Weiß nicht, ob das klappt. Doch, geht.